Hi Leute, ja, also heute kommt ein Tutorial oder ein Do-It-Yourself für Ombre her. Allerdings mache ich das jetzt nicht auf die Weise, wie ich es jetzt meistens bei Tutorials gefunden habe, die ich auf YouTube gesehen habe, sondern ich mache es mit einem Blondierungspulver, wo du auch mal zum Beispiel einen Rotstich vermeiden kann. Und wir machen es ein bisschen natürlicher als die anderen Ombre Hairstyles. Also weil beim die Ombre Tutorials, die ich jetzt gesehen habe, die haben das so gemacht. Die haben einen ganzen Teil, einen ganzen Backen genommen, haben das eingefärbt, haben es in Alufolie rein, dann eine Viertelstunde gewartet, dann bis oben hingefärbt, Alufolie, dann nochmal 10 Minuten gewartet und dann loslassen. Und dann ist es wirklich komplett von unten nach oben heller. Was ich mache, ich nehme einen Pinsel und mache quasi so Strähnen rein, dass immer noch ein paar dunkle Haare auch sind, weil das dann quasi einfach nochmal ein bisschen natürlicher ist. Das ist auch das, wie ich es bei mir gemacht habe. Ich meine, grundsätzlich machen wir schon alle heller, also fast alle, aber es ist einfach eine natürlichere Weise, als wenn man jetzt wirklich alles komplett blond hat. Zum Beispiel, wenn jetzt irgendwo noch ein bisschen was Braunes rausschaut, weil es ja eigentlich so ausschauen soll, wie als wäre man lange in der Sonne gewesen und als wäre die Farbe so natürlich ausgeglichen. So, das erste, was ihr braucht, ist ein Blondierpulver. Ich habe jetzt das von Roma, das ist irrsinnig günstig. Es schaut jetzt ein bisschen klein aus, das Backerl. Ihr kommt mit dem aus, wenn ihr alle Haare blondieren wollt, für den Ombre-Effekt, könnt ihr das im Endeffekt sicher 5, 6, 7 Mal verwenden. Das heißt, es kommt auch im Endeffekt günstiger, als nehmt ihr irgendeine Blondierungscreme jetzt von L'Oreal, die es im Drogeriebereich gibt. Dann das zweite, was ihr braucht, ist ein Entwickler. Ich würde dann, dadurch, dass die Produkte ja beim Friseur Bedarf gibt, einfach fragen, was sie glauben, was am besten für eure Haarfarbe ist. Sie hat zu mir gesagt, dass am allerbesten immer der mit 3% ist, weil man muss zwar ein bisschen länger warten, allerdings kann es nicht passieren, dass die Haare plötzlich ganz blond sind oder dass sie einen Rotstich bekommen. Dann ist ganz wichtig, einfach eine Schüssel, die vielleicht älter ist, wo ihr glaubt, sie benutzt ihr vielleicht nachher nicht mehr oder ja, wo es einfach jetzt nicht so wichtig ist, dass man da drin sowas anmischt, so chemische Sachen. Eben dann, um die Produkte zusammenzumischen. Und als letztes habe ich noch einen Pinsel. Ich vermische mit dem Pinsel auch die Farbe. Ihr könnt euch auch noch so ein eigenes Mixer-Ding kaufen. Das gibt es auch beim Friseurbedarf. Ist meiner Meinung nach unnötig, weil ihr auch mit dem Pinsel die Farbe schön zermischen könnt. Das Verhältnis beim Zermischen jetzt eigentlich 1:2. Also ein Teil von dem Pulver, zwei Teile von diesem Ding. Allerdings hat zu mir die vom Friseur gesagt, man soll sich's, also man soll es vom Gefühl her machen, das ist am allergescheitsten. Zum Beispiel, wenn man da jetzt den Boden sieht, dann bedecke ich da jetzt den Boden mit dem Pulver und gehe dann da zweimal so dick drauf mit der Creme. Und sie hat gesagt, sobald es ein bisschen zu flüssig ist, geht man ein bisschen mit dem Pulver drauf. Sie hat gesagt, man kann beim Zammischen nichts falsch machen, solange mehr von diesem Entwickler drinnen ist als vom Pulver. Das heißt, ich gehe jetzt wirklich mit diesem Pulver her. So. Und gehe dann da mit der Creme drauf. Die lustige Geräusche machen. Mhm. Unser Apfelputzen ist im Bild. Das ist gut, weil wir ernähren uns ja gesund. Es ist übrigens blau. Macht euch da keine Gedanken. So, die Christin nimmt jetzt noch ein Handtuch einfach rundherum, nur weil sie das Oberteil jetzt nicht schmutzig haben will. Im Endeffekt, das ist eh wie beim Friseur. Warte mal, das ist wahrscheinlich doof, als ich es gemacht habe. So, wenn ihr es jetzt bei euch selber macht, ja, dann nehmt die Haare und teilt es in zwei Teile nach vorne. Ich habe jetzt mal noch nichts auf dem Pinsel oben, ist jetzt wurscht. Und geht es dann einfach so, zieht es dann einfach durch. Wenn ich es jetzt bei ihr mache, im Endeffekt ist es wurscht, man kann es auch nach vorne machen oder man legt sich die Haare, also wenn ihr jemanden habt, der es für euch macht, legt euch die Haare ein bisschen auf, dann kriegt ihr mehr Teile. Kriegt ihr das mehr hin. So. Das heißt, ich habe da jetzt diese Creme und fange jetzt quasi unten als erstes an, weil es ja unten länger einwirken soll bei den Spitzen. Das heißt, ich ziehe bei den Spitzen. Schau ich jetzt, dass ich alle mal so ein bisschen krieg. Wie das duftet nach Erdbeeren. Das war ein Scherz. Nicht, dass sich das jetzt jemand kauft, weil es nach Erdbeeren duften soll. Nicht gesponsertes Video. Für Erdbeeren? Nee, für tolles Haarmittel, so, was nach Erdbeeren riecht. Das wäre eigentlich fein. Das wäre voll die Marktlücke. Jetzt wäre echt gut im
Wir haben heute wahnsinnig viele Marktlücken entdeckt. Mhm. Wobei ja die eine oder andere nicht so. Dann einfach rundherum gehen und ihr seht das eh, die Stellen, die dann wirklich am hellsten sein sollen, da geht es jetzt einfach einmal hin und ihr seht, man braucht wirklich wahnsinnig wenig bei diesem Vorgang. Und deswegen wird es eben auch natürlicher, weil es wirklich wie so ein ganz natürliches Highlight ist. Auch wenn ihr jetzt über eure ganze Haarpracht so ganz natürliche Strähnen wollt, könnt ihr auch einfach nur mit einem Pinsel mal so durchgehen und dann habt ihr überall so ein bisschen Highlights drinnen. Das ist auch eine schöne, total natürliche Technik, um quasi Strähnchen zu bekommen. Ich kann mich nicht bewegen. Ich krieg dich nicht. Und was ihr nämlich dann auch noch machen könnt, also dass ihr einfach die Haare nochmal anhebt, weil ihr seht, dass da jetzt quasi auf der Innenseite das Ganze nicht hell ist, weil man da natürlich oberflächlich arbeitet. Das heißt, die gehen dann da nochmal her und arbeiten diese Farbe auch hier innen ein. Ja, wie ihr seht, ich lasse eigentlich immer wieder so ganz minimale Barsträhnen aus, weil es hat sowieso jeder von Natur aus unten minimaler, hellere Farbe. Genau, und was wir vielleicht noch dazu sagen sollten, ich habe vorher ja, wie ihr wisst, wenn ihr die Videos vorher schon schaut habt, ich habe vorher rote Haare gehabt, oder zumindest einen rötlichen Ton drin. Ich habe den rausgefärbt, indem ich mit einem Braunton drüber gegangen bin, beziehungsweise der Friseur mit einem Braunton drüber gegangen ist. Und weil ich gewusst habe, ich möchte jetzt für die Sommerferien oder für den Sommer einfach generell wieder unten ein bisschen heller haben, habe ich gesagt, er soll die Spitzen nicht mitfärben. Das heißt, wenn ihr grundsätzlich vorher schon eine hellere Haarfarbe gehabt habt und dann komplett dunkel färbt oder zu eurer Naturhaarfarbe zurück wollt, und ihr gleich die Spitzen nicht mitfärbt, dann ist das natürlich ein Vorteil, weil dann nicht so viel gebleicht werden muss, mehr oder weniger. Ja, weil ihr im Endeffekt sonst zweimal einen Färbungsprozess macht, der jetzt gar nicht... Der unnötig ist eigentlich im Grunde. Also nur was am Rande. Hab ich auch gemacht. So, und was man dann noch machen kann, damit es eigentlich noch natürlich ist, dass man da vorne ganz ein paar, also da oben zum Beispiel auch nur die Spitze ein bisschen heller macht. Oder gerade, wenn man so Stufen hat, dass wenn man weiß, es geht zum Beispiel der Ombreffekt bis daher, dass man da so ein Ding noch hell macht. Willst du das oder willst du es lieber nicht? Ja, schon, oder? Ja. Und dann können wir zumindest... Ich hab's auch so. Okay, ist gut. Also im Endeffekt muss ich ehrlich sagen, ich habe es jetzt nicht bei mir selber auch wie ein klassisches Ombre gemacht. Ich habe es viel willkürlicher gemacht, damit es noch natürlicher ausschaut. Also ich bin wirklich hergegangen bei den Spitzen so ein bisschen. Und das Wichtige ist, dass ihr es selber immer wieder kontrolliert. Ich meine, wie ist es total? Da können wir jetzt wahrscheinlich Viertelstunde, 20 Minuten da sitzen, wirklich ohne Angst zu haben, dass es zu hell wird. Bei mir jetzt aber vielleicht 10 Minuten dauert, weil meine Haare selber einfach viel, viel heller sind. Und wenn eure Haare schon mal gefärbt sind, da geht es natürlich auch viel, viel schneller, weil eure Haare eine andere Struktur drinnen haben. Gott, ich sehe so fürchterlich aus mit ausgekämmten Locken. Ich finde das irgendwie cool. So ein mega Wischmopp. So, und nachdem wir da jetzt so minimal ist es jetzt schon heller geworden, gehen wir jetzt in die längeren Spitzen auch schon rein. Und da kann man dann wirklich weit darauf gehen. Das heißt, da kann man jetzt dann wirklich so bis da ungefähr raufgehen. Und muss man es nicht bei allen machen, dann kann man da sagen, ich da geht dann was? Ich drehe mal so, dann sieht man es. Achso. Da kann man dann wieder sagen, man geht ein bisschen kürzer, da geht man wieder ein bisschen weiter rauf. Wie gesagt, das ist so eine Geschmackssache. Also gerade wenn man es mit einem Pinsel macht, kann man da total individuell arbeiten und total schön den Übergang wirklich machen. So, und das ist jetzt das fertige Ergebnis. Also wie ihr seht, in den Spitzen ist es wirklich schön hell geworden. Es schaut sehr natürlich aus und ja, ich habe es ein bisschen schon gestylt. Also das heißt, ich habe jetzt einfach meine Haare zusammengekordelt und dann Luft trocknen lassen. Und ja, dadurch, dass sie jetzt doch ein bisschen trocken sind durchs Blondieren, pflege ich sie jetzt mit dem BC Bonature Oil Miracle von Schwarzkopf Professional. Aber was schön an dem ist, wirklich, das ist perfekt für lockige, trockene Haare geeignet, weil einfach die eigenen Haare dieses Öl aufsaugen wie ein Schwamm. Also es ist wirklich total arg, ich tue ein bisschen was drauf und es zieht voll schnell ein. Falls ich fragt, warum die Jule jetzt nicht da ist, wir haben einfach vorher vergessen, das Ende zu drehen, deswegen mache ich das jetzt alleine. Und ja, also wie ihr seht, so schaut's aus. Und ich finde es eigentlich ganz cool und wir werden vielleicht die Spitzen noch ein bisschen heller färben, aber recht viel anders wird es eigentlich nicht werden.
Ja, und ich hoffe, euch hat das Video gefallen, mal ein bisschen was anderes. Und ich wünsche noch einen schönen Tag und macht's gut. Tschüss.